Servus und willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Dark Souls 2. Wir nehmen mal eine Menschlichkeit. Vielleicht hilft uns das ja irgendwie. Patsch, wir sind wieder menschlich. Und haben kein Leben zurück. Richtig, okay. So, dann wollen wir uns doch mal hier, sollte jetzt, glaube ich, normalerweise was kommen. Oder auch nicht. Okay. So. Okay. Zünden wir hier mal eine... Kann man hier eine Fackel an? Ich glaube nicht. Okay. Never mind. Versuch Distanzkampf. Wäre eine Möglichkeit. Ja. Oh ja, ihr seht schon, was da abgeht, ne? So. Wow, okay. Okidoki. Spinnies. Sollte ja jetzt nicht mehr allzu schwierig werden. Giftpfeile, jo. Den Mensch, die Menschenjägerin Oha, wow, was hat die denn für einen Bogen gehabt, Alter? Woo, Baby. Guten Tag. Oh, hi. Aber cool. Sehr, sehr cool. So, hier haben wir noch die Seele eines... Genau, genau, genau. So, da ist noch etwas, was wir nehmen können. Ein Heimatknochen. Hätten wir eben gebrauchen können. Nicht jetzt. Lass mich hier durch, bitte. Danke. So, jetzt wird's lustig. Dieses komische Viech da. Wow. Die Alte ist cool drauf. So, eine Spinne geht hier noch ab oder bleibt die jetzt? Okay, so. So, wir gehen hoch. Und schauen uns das ganze Spielchen mal von oben an. Yeah. Versucht Fackel und dann Freude. Okay. Bringen tut es aber jetzt nichts, oder? Wenn ich jetzt hier so rumgehe. Spinnen hier, aber. So, das sieht stabil aus. Rennen wir mal hin. Zack. Boah, das ist fies. Das ist wirklich fies. Kann ich das ganze Ding nicht einfach abrennen? Das wäre mir sehr lieb.
Hurra, hurra, die Spinnen, die sind da. Hurra, hurra, die Spinnen, die sind da. Ne, hätte ich nicht gedacht, dass ein Feind voraus wäre. Pharos Wahrheitsverkünder, in Ordnung. Nehmen wir so hin. Nehmen wir so hin. Kann man hier nichts... Ah, okay. Wir rennen einfach mal weiter und gucken uns das ganze Spiel schon mal an. Und habe ich meinen Timer gestartet? Habe ich getan. Sehr gut. Da ist eine Spinne. Ich wusste es. So, hier ist nichts mehr drin. Dann gucken wir mal, vielleicht finden wir hier noch irgendwas Spannendes. Eventuell. Aber da hatte ich jetzt eigentlich keinen Bock runter zu jumpen, oder? Menschenjägerin? Hilfe? Ah, da bist du, okay. So, ich hab da unten. Genau, dort. Ist die Frage. Komme ich da hin? Eventuell, vielleicht so ein bisschen. Ich kann ja nicht springen, okay, ich verstehe, ich verstehe. Okay. Ich könnte da jetzt runterjumpen, aber ich wollte eigentlich nicht sterben. Hatte ich nicht so geplant eigentlich. Aber hier falle ich garantiert runter. Hier wäre eine Möglichkeit. Oder auch nicht. Gut, das wär's gewesen für uns. Erstmal, mal wieder. Schauen wir mal. Ja, wir sind wieder hier. Wir dürfen den ganzen Weg bis dorthin laufen. Na gut. So, hier haben wir wieder eine Fackel. Das ist sehr gut. Fackeln können wir nämlich jetzt gut gebrauchen. Während der hier runterjumpt. Ist das gut. Okay, geht kaputt. So, nochmal eine Fackel. Nein, ein kleiner, glatter, seidiger Stein. Okay. Nehmen wir so hin. So, hier sind wir. Auch wieder. So, die Bauernkleidung. Nehmen wir. Wir schmeißen uns noch einen Menschenöppel rein. Und hoffen, dass wir das hinkriegen. Ach, ich hätte eigentlich Pfeile kaufen sollen. Eigentlich hätte ich Pfeile kaufen sollen. So. Hier ist ja nichts mehr. So, Estus rüsten wir mal aus. Okay. Das letzte Mal sind wir da runtergejumpt. Ne? Jetzt will ich mal gucken. Ja, es war so klar, ne? Ja. Bisschen traurig, ne? So ein bisschen, ne?
Also, ja. Genau. Es ist echt traurig gerade. Oh mein Gott. Okay. Wir gehen in den Wald der gefallenen Riesen. Kann man bei dem Pfeile kaufen? Weiß ich gerade gar nicht. Konnte man? Werden wir jetzt sehen. Ansonsten glaube ich, wo könnte man Pfeile kaufen? Oh, ich weiß nicht. Wir gucken mal bei ihr vielleicht. Okay, das sieht nicht nach Pfeilen aus. Nein. Sieht nicht nach Pfeilen aus. Ja, 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 ist gut, komm. Majula vielleicht? Könnt ihr da eine Pfeile haben? Der Schmied, aber ich glaube nicht. Da hinten, der Typ, der da, genau der da. Und du wirst keine Pfeile haben, aber du vielleicht, Kollege. Wir können die Axt noch weiter verstärken, das ist schön. Und wir brauchen noch 3 Titanikbrocken, um sie auf Stufe 9 aufzurüsten. Genau, hier konntest du Pfeile kaufen. So, Eisen. Wir kaufen einfach mal Eisen. Pfeile? Kein Geld? Kein Geld? I'll be around. Kein Geld? Kein Geld? Kein Geld? Seelen? Ich brauch Pfeile? What? Ja, wir schon wieder. Wir brauchen Pfeile, Kollege. So. Holzpfeile. Ja, packen wir mit. Nimm mal mit. If you make it back. Naja, wir werden es schon schaffen. So. Jetzt können wir uns auf die Reise begeben, nämlich dorthin. Zum Kapellenzugang. Yay. So. Da ist noch eine Echse. Die in den Tod springt. Na geil. Na gut, dann. Waren wir hier? Sind wir hier lang gelaufen? Ich glaube schon, ne? Ja, hier ist auf jeden Fall Licht an. Ah, genau, hier sind wir runtergelaufen. Genau, genau, genau. Hier die Türe aufgemacht. Gleich mit der Türe hier, aber die brechen wir jetzt einfach mal auf. Ist egal. So. Oh, hey, hey. Hier war ich ja noch gar nicht. Fällt mir gerade mal so auf. So, Zeldora-Hut, den nehmen wir mit. Was haben wir hier hinten noch? Ein Titanitbrocken, das ist sehr gut. Dann können wir unsere Axt bald auch wieder aufwerten. Genau. Hier war das doch, ne? Dann hier runter. Oh, da kommen die Spinnis. Okay. Wir haben wieder ein Estus, das können wir benutzen. Rennen aber jetzt einfach durch. Ich habe jetzt keine Lust hier noch irgendwie großartig irgendwas zu tun. Das Phantom rufen wir auch. Okay. Wow. Seriously. Ballert mit Feuerpfeilen um sich, das ist cool. Ich mag sie, sie ist cool. So, da war nur das Phantom. Jetzt haben wir hier diesen komischen. Okay. Lasst uns hinüber hochklettern und dann wieder eine Fackel anmachen. Sehe ich ein. Fackeln sind cool.
So. So. Katie, Cardi O'Hara. Da sind meine Seelen schon, seht ihr? Aber hier ist wieder Spinny. Verschwinde, du Spinny. Wo ist eigentlich meine Begleiterin gerade? Okay. Okay, okay. Ah, die alte ist cool drauf. So, Fernkämpfer und so. Hallo, du Zombiehund-Dingsbums. Ah, du schon wieder. Ein schimmernder Lebensstein. Was haben wir hier? Eine Fackel. Ist ganz cool. Nehme ich auch immer wieder gerne. Noch eine Fackel. War hier noch einer, den ich irgendwie beschwören konnte oder so? Oder war das nur Einbildung? Scheinbar nur Einbildung. So, da ist noch einer, den wir rufen können. Das ist gut. Das ist gut, 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 gut. Ascheritter Boyd, den nehmen wir auch mit. Wenn wir uns schon Aschenritter holen können, dann holen wir den doch auch, ne? Hi. So, haben wir noch irgendwas, was ich hier einsammeln kann? Freund voraus, ja, ist richtig. In 33.000 Seelen, das gefällt mir schon mal sehr gut, gerade. Ja, auf geht's zum Boss, würde ich sagen, ne? Ich weiß nicht, ob wir unsere Fackel noch brauchen werden, aber es kommt eine Katze. Okay, dann gucken wir uns die Katze an. Spinnies! Zu viele Spinnies! Oh mein Gott! Oh nö. Ich habe Angst vor dem Boss. Ich mag ihn nicht. Lux. Ich weiß nicht, inwiefern wir jetzt sicher sind, aber ich bezweifle, dass wir so sicher sind gerade. Wow. Muss ich erstmal einen Schluck drauf trinken. Oh oh.
Wow! So, damit wäre der Boss besiegt. Entschuldigung, dass ich gerade geschrien habe. Ich weiß, wir haben besiegt. Juhu! Yay! Seele von Freya, der Liebsten. Yeah, baby! I take it. Was ist das hier? Ach, lol. Das ist der Kopf von ihr. What the fuck? What the fuck? What the actually F? Will ich das schon untersuchen? Leiter? Okay. Let's go. Große Seele umarmt. Juhu. Eventuell. Ich glaube nicht, dass es so gut war. Und jetzt? War es das? Nix mehr? Okay. I'll take it. I don't think so. Ich denke mal nicht, dass es da was Erstaunliches gibt. Wir werden sterben. Sowieso. Ach, hier geht's weiter. Okay. Ei, dann gehen wir da lang. Ich habe auch nichts mehr zum Heilen. Oh nein. Okay, bist du böse? Bist du gut? Oh, du bist böse. Privatgemächer des Fürsten. Eigentlich nicht so cool, hä? Huh? Hier war ich noch gar nicht. What the fuck, Alter? Lichtsteinschlüssel, Duftzweig, Finsterquarz, Ring. Was bringt mir der Finsterquarz? Ring denn? Oh, okay, Finsternisabwehr. Ja, kapische. Wir teleportieren uns erstmal zum Bonfire. Jupp. Vielleicht bekommen wir jetzt hier eine Türe da auf. Wäre. Vielleicht können wir zwei, drei Türen auf? Ich weiß gar nicht. Ich habe noch so zwei, drei Stück gesehen, die. Aber wir reisen erstmal nach Majula. Majula ist immer gut. Majula. Und dann leveln wir ein bisschen auf, ne? Denn die Zeit ist auch schon wieder fast rum. Leute, Mann, das geht fixi. Okay, Estus habe ich nicht bekommen, das ist klar. So. Belastung. Würde ich sagen, so. Dann können wir wenigstens einen Pyro-Zauber mitnehmen. Können unsere Flamme eventuell ein bisschen aufwerten. Ja. Machen wir das doch, ne? I'm glad to see you're well. Pyromantie. Ich brauche Feuersamen dafür. Kaufst du zufällig welche? Für 8000. Ja, okay. Be safe. Jo. Krieg ich jetzt noch Seelen her? Ja. 8000 kosten die, ne? Wir gehen erstmal darüber. Ach, ich hätte jetzt eigentlich Zauber einrichten können. Okay. Beim nächsten Mal. So, eben hier. Ich glaube nicht. Das. Pfeile austauschen. Einmal das. Einmal. Ups. Okay. So, was geben mir die Viecher denn an?
400 geben die. In Ordnung, in Ordnung, in Ordnung. Nehme ich mal hin. So, haben wir noch irgendwas, was ich hier abschießen kann, vielleicht? Nicht? So, wir gucken mal. Große Titanitscherbe. Okay, das sollten wir vielleicht nicht angreifen. Oh, da ist noch ein. Ich hab dich vergessen. Okay. Das war nicht so geplant, Leute. Das war nicht so geplant. Vielleicht sollte ich mir das mal ein bisschen besser überlegen. Aber wir haben ja Gott sei Dank. Ist egal. So. So. Komme ich an dich so ran? Scheinbar nicht, ne? Oh, doch, aber... Okay. Ja, weicht doch nicht aus, Mensch. So. Ich weiß, ich überziehe gerade wieder, Leute, aber dieser... So. Ist er tot? Ja, Gott sei Dank. Mein Gott. Schlucken wir ein bisschen was dann. So.
Ich wollte eigentlich, wie gesagt, eigentlich wollte ich jetzt gerade nur... Aua. Oh Gott, Leute. Spinnies. War von denen nicht gerade schon genug getötet? Scheinbar ja nicht. So. Nimm mich noch hier eben. Okay, er öffnet sich nicht von dieser Seite. Das ist interessant. Oh, du bist schon wieder so ein Pisser. Und da drüben, das ist ein... Ernsthaft. Du bist ein fucking Bogenschütze. Okay. Okay, er ist tot. So, wir bekommen ein paar Seelen, glaube ich, von ihm. Und ein Menschenabbild, cool. Creepy stuff happens. Hier ist noch ein Wahrheitsverkünder. Freund voraus, ist sinnvoll Zunge. Okay. Hier ist noch ein Flammenschmetterling, das ist gut. Genau. Was ich sagen wollte, der Typ da vorne verarscht euch nur. Denn er kommt auf euch zugerannt und macht Bumm. Glaube ich zumindest. Ja, das müsste der gewesen sein. Ah, okay, cool. Hier ist eine Tür gewesen und da sind ganz viele Spinnies drin. Yay. Hehe. Ihr liebt ja auch Spinnen, ne? Wopsi. Wopsili-dopsi. So. Wie gesagt, ich muss jetzt mal gucken. Ich weiß, ich überziehe gerade, Leute. Es tut mir leid. Da ist noch ein Durchgang. Den nehmen wir jetzt mal mit. So. So eine Spinne drin. Okay. Ich habe keinen Schmetterling mehr hier drin. Okay. Fuck it. Never mind. I don't care. So. Was? Truhe voraus. Ja, ja, das wissen wir alles. So. Es tut mir so leid, Leute. Ah, Jesus. Let me. Krummack, Seelenstrudel. Okay, wir sind erstmal raus hier. Würde ich sagen. Na. Und dann würde ich sagen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich dachte, es tut mir leid, es tut mir leid. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich habe überzogen, es tut mir leid. Im nächsten Part, denken dran, immer schön abonnieren, kommentieren und liken. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dann und auf Wiedersehen, euer Nightzock. Bye, bye.